Ein geiles und herzliches Willkommen zurück hier zu Schatten des Krieges. Im letzten Part haben wir ganz viele Festungen eingenommen und im heutigen Part, Leute, werden wir das... Ja, werden wir die Mission machen. Die Mission, die ganz Mittelerde verändern wird. Und zwar werden wir uns endlich dem nächsten Nazgul stellen und den lieben... mit der lieben Mission Grabwandler. Ich habe Angst. Die Nazgul sind Saurons Hände in Mordor. Dann müssen wir sie abschneiden. Ja, stimmt, müssen wir sie echt abschneiden. Ich habe ein bisschen Schiss vor dieser Mission, denn die letzte Mission mit dem Nazgul und den Drachen und so war schon ein bisschen atemberaubend für mich, beziehungsweise sehr hektisch. Und ich hoffe, das wird nicht allzu schwer wieder werden, ja. Aber ich werde mich mal überraschen lassen, ihr hoffentlich auch. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Und wünsche euch natürlich hier viel Spaß im nachfolgenden Part und so, was hier passieren wird und alles. Let's go, Leute. Grabwandler. Eltharion hat die Nazgul bis zu dieser verschwundenen, verwunschenen Ruine verfolgt. Finde heraus, was sie vorhaben und halte sie auf. Oh Gott. Okay, untersuche die Nazgul-Aktivitäten. Da ist er. Immer wenn wir uns begegnen, können die Nazgul nicht weit sein. Solange du diesen Ring trägst, sind sie dir näher, als dir recht sein kann. Im Augenblick habe ich keine Wahl. Wie viele Nazgul sind es? Nur einer. Isildur. Oh mein Gott. Der den einen Ring von Sauron nahm. Und ihn dann selbst trug. Das ist das Vermächtnis eurer Ringe, Celebrimbor. Was zur Hölle? Ernsthaft? Diese Männer starben in Minas Ithil. Das sind keine Männer mehr. No! Müssen wir jetzt gegen Geister kämpfen? Okay, dann machen wir die jetzt mal nie. Oh shit. Die kann man nicht blocken. Aua. Ah, die kann man einfach so leicht killen, oder was? Na, wenn es weiter nichts ist, dann, Seine Gegner wiedererwecken, ihnen ihre Ruhe verwehren, sie auf ihre Brüder hetzen. Es gibt offenbar keinen faulen Trick, den sich der Hexenkönig nicht zu eigen macht. Sie werden nicht die Einzigen sein. Es ist besser, wenn sie uns nicht kommen sehen. Okay, dann werden wir das mal versuchen, unentdeckt zu bleiben. Aber das wird ja nicht so leicht werden, denke ich, oder? Aber die sind echt leicht zu besiegen, finde ich. Du bist von der Dunkelheit befreit. Ja, geil, die macht auch ein paar nieder. Das ist sehr gut. Oh, das wäre fast in die Hosen gegangen. Sie waren deine Kameraden. Jetzt sind sie meine Sklaven. Ach, halt die Backen, ey. Vor langer Zeit führte ich die Armeen der Menschen. Und jetzt werden sie mir erneut folgen. Ach, werden sie? Ich denke, sie werden das nicht mehr tun. Deine Armeen gehören nun mir. Träum weiter, du hässliches Stück etwas. Isildur! Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Lass dich nicht entdecken, haben wir gerade sehr gut gekonnt. Also wirklich sehr gut gekonnt, vermasselt, aber es macht mir eigentlich auch nichts aus, ne? Ach Mensch, ey, weißt du? Da verdrückst du dich einmal und bekommst du direkt die Quittung geschenkt, dir oder was? Ein Scheißdreck werde ich. So, noch einer. Ich glaube, die sterben mit diesem Geistgedöns am schnellsten. Wenn wir das so halt machen.
anstatt sie so zu bekämpfen, denke ich mal. Isildur muss in der Nähe sein. Alles klar. Isildur wird ein harter Brocken, denke ich. Isildur wird nicht leicht werden. Allein schon, dass ich den Namen gelesen habe, ist mir ein bisschen in der Schauer runtergekommen hier. Na, let's go. Folgen wir erstmal Eltariel. Njom. Du wirst dich dem Hexenkönig beugen. An unserer Seite sollst du ihm dienen. Oder du wirst sterben und als meine Marionette wiedererweckt. Du hast die Wahl. Ach ja? Besiege Isildur. Alles klar. Meine Armee ist unermüdlich. Sie ist unermüdlich. Oh, das habe ich nicht kommen sehen gerade. Kann man die mit Bogen töten? Na, kann man fast nicht. Ich glaube, es geht nur mit dem Geist-Move. Aua! Alter, das habe ich nicht kommen sehen, du Sau, ey. Wow. Wow, wow. Ach, nee, ey. Ich war abgelenkt wegen den Geistern. Ja, ja. Mach doch, was du willst. Wow. Ach, ja, ach, komm. Ach, komm. Yo, yo, yo. Ganz ruhig. Ich muss einen aufsaugen, glaube ich. Sonst wird das ein bisschen, bisschen schwierig. Das Auge Saurons ist reines Feuer. Wow. Warte, 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 bevor du hier abhaust, ey. Um erstmal meine Klinge zu spüren. Aua. Ach, Isildur. Weißt du? Wow. Ja, ich bin doch dabei. Au. Kann ich jetzt irgendwas machen, damit ich Leben bekomme? Oh. Ihr begreift noch immer nicht, doch das werdet ihr bald. Alle, die den Ruf hören, dienen dem dunklen Herrscher. Es gibt kein Entkommen, nicht einmal durch den Tod. Oh, shit. Er dient immer noch dem dunklen Herrscher. Ach du Heilige. Besiege die Geister. Ja, wow. Alle? Die kann ich aber doch nur so besiegen, oder? Ah, immer in der letzten Sekunde kommt der nah. Dankeschön, einer ist weg. Wow, du Sau, ey. In der letzten Sekunde schon wieder. Haben die auch immer ein Glück, ey. Da kommt auch wieder in der letzten Sekunde. Ah, der kommt auch wieder in der letzten Sekunde. Sag mal, was soll das? Der Gammligen. Okay, da konnte ich gerade nicht mit B... Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Okay, das macht denen anscheinend nichts. Hätte ja klappen können irgendwie. Aber ich kann Schatten beherrschen machen. Aua. Ja. Da wird das doch was hier mit uns, oder? Castamir. Oder doch nicht so? Jetzt aber, komm. Alter, noch ein Schlag, ey. Oh, Eter. Oh, nice. Ist jetzt gemacht. Boah. Isildur wird noch mehr gefallene Gondors erwecken. Ich werde ihn finden. Wir beide sehen uns wieder. Solange ich diesen Ring trage, wird es sicherlich geschehen.
Sag jetzt nicht, das war schon. Das war es echt schon. Und ich habe mich so lange davor geweigert. Unglaublich. Ja, das cool. Ringe schneller als wir sie lichten. Kein Feind ist stärker als er. Alle Feinde haben Schwächen. Oder eine Stärke, die wir uns zunutze machen können. Ja, oder so. Er denkt natürlich wieder ein bisschen weiter. Okay, was ist denn hier neu? Ach, das ist das von letzter Folge noch, Leute. Haben wir denn hier was Neues, was das betrifft? Oder war's das mit ihm? Wir haben wahrscheinlich jetzt hier noch was gesperrt. Ach so. Ja, Feuer und Eis haben wir noch in Sergiros. In Gorgoroth haben wir noch die Burg. Und ansonsten ist alles nur noch in Gorgoroth. Dann würde ich sagen, Leute, machen wir das. Fucken wir da gar nicht lange. Ich glaube, wir machen erstmal das hier. Oder wir greifen die Burg direkt an. Ne, wir machen erstmal das hier. Und gucken dann, wie weit wir kommen, wie schnell wir sind. Und machen wir, wenn die Zeit noch reicht, auf jeden Fall noch die Festung hier. Und dann sind wir eigentlich wieder so weit, dass wir reisen könnten. Und uns erstmal wieder um diesen Sog kümmern können. Naja, dieser liebe Sog, der diesen Balrog nochmal auferstehen lassen will. Und das müssen wir verhindern noch. Aber gut, machen wir erstmal hier ein bisschen Celebrimbor-Mission. Und bis dahin kommt bestimmt auch wieder Isildur zum Vorschein, den wir irgendwann töten müssen. Boah, aber ich habe mir die Mission echt ein bisschen schwerer vorgestellt gerade. Na, also ich bin ein bisschen überrascht auch. Was? Unbekannter Hauptmann? Okay. Ich darf nicht als Geisel enden. Na du interessierst mich null. Wirklich, du kannst zu mir jetzt auch da bleiben. Du interessierst mich wirklich null. Hallo Leute. Bam. So, da haben wir's. Alter Häuptling, der Eisenreiter. Locke den Eisenreiter hervor, indem du Karador befreist und beherrsche ihn dann. Oh, wow, wow. Lass dich nicht entdecken wahrscheinlich. So Missionen sind das. Einer meiner alten Häuptlinge, der Eisenreiter, vermochte es, Karagor ganz instinktiv zu verstehen. Tatsächlich war er mehr Tier als die anderen Uruks. Und jedes Tier kann folgen, wenn man das richtige Zaumzeug besitzt. Okay. Hi. Scheint bisher ganz easy zu sein. Ach, der da oben hat uns was entdeckt. Wo sind denn die Karagors? Hm? Oh, das habe ich gerade noch so geschafft. Hätte ja fast nach hinten losgehen können hier. Oh, jetzt wird er hoch. Jetzt müssen wir die ganzen Karagors befreien. Okay. Hi. Na? Geht's dir auch gut? Mir schon. Was war die Nummer 1? Was war die Nummer 2? Okay, warte mal. Sind alle ein bisschen verteilt, ne? Wir dürfen ja sowieso entdeckt werden. Geh mal weg hier. Einen müssen wir also reiten und dann 5 Hinrichtungen noch machen. Ich glaube, das wird dann am besten der da sein. Na? Sorry, komm mal mit. Ich brauche mal kurz. So, jetzt schätzen wir die Niederkargo. Was hältst du davon? War das eine Hinrichtung? Ja, geil. Das war auch eine Hinrichtung, nehme ich an. Jawohl. Und das war auch eine Hinrichtung. Ja, das war ja easy. Leute, dann würde ich sagen, befreien wir da hinten noch einen. Wo ist denn der? Ach, da. Und dann bauen wir noch einen. Und dann hätten wir das Ganze. So. Alter, was ein Biest. Das war Modus beste Karagor. Für die Jagd und den Krieg geschaffen. Wer diese Karago befreit hat, wird mit Sicherheit ihr nächstes Futter. Grisha. Weichschädel, sehr gut. Erschöpfung, ne? Schaden und hat Feuerfest. Besten C, entzündet durch Schwäche. Ja, das wird ein harter Brocken. Alter, ey. Alter, Karago, das ist echt OP. Au! Saftsack, ey. Hahaha.
Ey, die Karagors sind echt besser, als ich gedacht habe, so. Wenn man die auch ein bisschen geskillt hat, teilweise, ne? Können die echt gut reinhauen. Was, mein Karagor? Oh nein, der ist ach so! Jetzt weiß ich, was das für eine Attacke wieder war. Immer wenn ich diese Special-Attacke mache, da verliert mein Karagor Leben. Voll vergessen. Aua, lass mich in Ruhe. Das ist nicht mal wenig Leben, ist der da verliert. Ich habe keine Elbengeschosse mehr. Das wäre fast nach hinten losgegangen. Ich wollte ihn abschießen. Weil der einen Weichschädel hat und ich wollte seinen Karagor noch töten, schnell. Und ich glaube, der ist nicht alleine, kann das sein? Das staunt aber nicht schlecht, oder? Was können denn die anderen beiden? Ortok. Furcht vor Festnageln. Aua, lass mich kurz in Ruhe, bitte. Anfällig für Schleichen, ne? Ist ja perfekt. Alter, lässt du mich in Ruhe, bitte. Den da muss ich kriegen. Oh, mein Freund, das hat wehgetan, oder nicht? Ich sehe nichts. Ich lehre die Karagor viel, doch ich lernte auch von ihnen. Lernte, dass mein Blutrausch nur dann gestillt ist, wenn ich Fleisch vom Knochen reiße. Yo, dann komm mal her, Mann. Ich habe einiges... Oh nein, nicht die Karagor. Shit. Nein, nicht diese blöden Karagor jedes Mal. Ich hasse es. Lebt wohl! Schon wieder ein Karagor, willst du mich verarschen? Boah! Was, schon wieder ein Wow! Ja, genau, ey! Ach komm, ey, bitte. Das ist so lächerlich mit dem Karagor jedes Mal. Alter, wie viele, ey. Alles ist das denn jetzt? Zeit für deinen Tod. Achso, der. Für deinen langsamen Tod. Naja, ist ja gut. Das ist dein Ende. Ich werde die Landschaft mit deinen Innereien schmücken. Ja, dann let's go. Nein, nicht schon wieder. Es gibt's doch nicht, Mann. Diese verschissenen Karagors. So unglaublich, ey. Stirb. Leute, das sind ein bisschen zu viele, finde ich, für meinen Geschmack. Gibt's hier irgendwo Pfeil? Ah, perfekt. Komm mal her, schnell. Ich brauch Leben. Ah. Hahaha. Aber es hat gar nicht so viele getroffen. Shit. Okay, Leute, das wird ein bisschen länger gehen als erwartet hier. Kann man das auch in die Luft jagen, das ist den Grog? Na egal, da ist auf jeden Fall noch ein Fass. Ich meine, er ist ja feuerfest, so viel ich weiß. Das sind zwei Fässer, perfekt. Kommt ihr? Gegen was kämpfen die bitte? Leute! Hier bin ich. Hier bin ich. Super. Wie viel hat's erwischt? So, wie mache ich jetzt eine beherrschte Klische Eisenreiter am Boden? Wie bekomme ich den jetzt auf den Boden geschmissen? Am Boden. Wie auch immer das gemeint ist. Echt keine Ahnung, wie das gemeint ist. Am Boden beherrschen. Aua, aua! Grisha!
Grisha. Der macht aber gut Damage, ne? Beherrsche ihn am Boden. Das ist, wenn er am Boden ist, oder was? Hi. Oh nein, wird da kein Troll jetzt noch, ey. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wie soll ich ihn denn am Boden beherrschen? Den bekomme ich doch niemals umgeschmissen, den Typen. Ich brauche ein bisschen Leben, Leute. Danke. Oh, jetzt geht's rund hier, Leute. Jetzt wollen sie mich alle. Aua. Boah. Schnell leben, schnell leben, schnell leben. Aber wirklich ganz schnell leben. Wuhu. Ja, es gilt jetzt zwar wahrscheinlich nicht als Boden, aber ganz ehrlich, wie soll ich den auf den Boden klatschen? Ah, dich habe ich. Ja, wie will ich den am Boden beherrschen? Ja, Herr. Der. Oh, du hast alle Dürde-Schatten der Vergangenheit erfolgreich abgeschlossen. Als Belohnung hast du die Rune des hellen Herrschers erhalten. Oh. Eisenreiter war mir. Was ist denn die Rune? Ist sie hier drin? Alter, was? Das ist, ist das die Rune? Oder was meint er mit Rune? Die Rune des hellen Herrschers. Nee, das ist nicht der. Warte mal, was hat es mir da angezeigt gerade? Wo ist denn die Rune des hellen Herrschers? Ist es hier irgendwo oder was? Ach, keine Ahnung, Leute. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus mit den Runen. Oh. Oh, shit. Okay. Der ist krass, der Ring. Doch eine Bestie war genau das, was ich im Krieg gegen Sauron brauchte. Als einer meiner Häuptlinge ergänzte der Eisenreiter mit seinen Instinkten meine raffiniertesten Strategien. Geil. Geil, geil, geil. Hätten wir das auch geschafft, Leute. Jetzt haben wir jetzt alles. Und wir könnten dann schon in der nächsten Folge eigentlich die Festung hier einnehmen. Das ist ja noch offen. Und dann kann ich erst diesen Auftrag hier freischalten. Und dann müssen wir uns noch um diesen Zorn kümmern, wie der heißt da. Hier haben wir auch noch einiges zu tun. Ja, wir sind aber auch bald durch, würde ich sagen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Zorn und Festung einnehmen, würde ich sagen. Bis dahin, Leute, und haut rein. Euer Luzi. Tschüss.